Okay. Ja, wir haben zwei Missionen, die wir zu Ende bringen müssen. Einmal in den Schwarm und einmal Grünhautrüstung. Ich denke, ich mache zuerst in den Schwarm. Kommandant, endlich haben wir in den Sümpfen von Typhon einen primären Schwarm ausfindig gemacht. Wir glauben, dass dieser Schwarm die Toxine besitzt, die uns mit dem reinen genetischen Material versorgen, das wir benötigen. Wenn Sie eine Probe von diesen Toxinen sichern können, werden wir in der Lage sein, die Waffe herzustellen, die wir brauchen, um die Schwarmflotte zu vernichten. Mit dieser Toxinprobe können wir vermutlich auch ein Gegengift für Captain Thule entwickeln. Sichern Sie die Toxinprobe unverzüglich, Kommandant. Das Schicksal des ganzen Sektors hängt davon ab. Okay, besorgen Sie das Biotoxin. Biofeedback dämmt die Plage ein um 3. Und der Schwarm enthält große Konzentrationen explosiver Sporenminen. Und wir kriegen Zyklon. Wie sagt man auf Deutsch? Zyklon, oder? Ich glaube, Zyklon sagt man. Zyklon-Raketenwerfer. Timing ist alles. Viele Einsätze sind auf eine bestimmte Anzahl Tage begrenzt. Wenn Sie diese Zeit verstreichen lassen, werden Sie es später vielleicht noch bedauern. Lassen Sie eine Verteidigung verstreichen, ist die jeweilige Einrichtung verloren, bis Sie sie erneut sichern können. Bei anderen Einsätzen ist der gleiche Bossgegner aber vielleicht später viel stärker. Sie können aber nicht überall hin. Manchmal müssen Sie Einsätze einfach verstreichen lassen. Die Frage ist nur, welche. Und der Satz hätte heißen müssen, manchmal müssen Sie Einsätze einfach verstreichen lassen. Das war falsch betont von mir. Im Herzen des Tyrannidenschwarms liegt der Verdauungstümpel. Der Bauch. Wir brauchen eine Probe dieser reinen Essenz. Damit können wir Captain Thule vielleicht wiederbeleben. Okay. Damit können wir vielleicht Waffen gegen die Schwarmflotte selbst entwickeln. So viele vielleicht. Der kommt doch da Ihr sicher Ziel raus. ist auf Ihrer Karte eingezeichnet. Sammeln Sie dort die Probe. Verstanden. Verstanden. Feindbewegungen voraus. Ziel bestätigt. So, weg mit euch. Weg mit euch. Richtet euren Zorn neu aus. So. Ach. Eine Boltpistole. Na komm, weg mit den Viechern. So. Nee, 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 nee. Ist halt jetzt mehr so ein Schlauchlevel, wie man sieht. Also hier lang, einsammeln und dann höchstwahrscheinlich einfach hier hinauf. Und hier werden wir dann das Ende haben. Also was heißt wahrscheinlich? Ich weiß ja, dass es so ist. Aber das würde man selbst erkennen, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hätte. Weil das halt wirklich schon ziemlich offensichtlich ist. Komm weg. Warum lauft ihr da hin? Warum? Erklär mir das. Was hat das für einen Sinn? Ich habe gesagt, ihr sollt das angreifen. Das macht ihr von der Ferne. Nicht aus der Nähe. Ihr seid Fernkämpfer. Wir haben das so an sich, dass sie aus der Ferne angreifen. Darum auch der Name. Was werden sie... Na, Kämpfer. Sagt ja auch der Name. Okay. Da sind gleich noch mehr von den Viechern. Danke, Cyrus. Du nicht. Level up. Jawohl. Und da unten sind gleich noch mehr. Wunderbar. Wir freuen uns. Das ist ein ganzer Haufen von denen.
Komm, jawohl, sehr gut. Was war das denn jetzt? Ah, das war noch so einer, okay. Komm, weg mit dir. Halt, das war der letzte von ihnen. Rechnet mit weiteren Angriffen. Ich würde gerne die Sporen irgendwie jetzt auch noch von der Ferne vernichten, wenn das geht. Aber es scheint zu gehen. So. Und noch die da. Und noch den. Komm. Weg damit. Und jetzt noch die hier. Und die hier. Warum so nah ran? Was soll der Blödsinn? Wie blöd kann man sein, ganz ehrlich? Sie wird es uns ermöglichen, ein Gegengift für Captain Thule herzustellen. Tyrannidenkrieger! Bah! Vom Kommandanten fern! Die vermöbeln sich da gegenseitig, warum auch immer. Ich muss nicht alles verstehen. So, komm. Die kleinen Viecher sind eigentlich nur noch nervig. Die machen keinen Schaden mehr. Die halten nichts aus. Die sind nur noch da, um aufzuhalten und zu nerven. Habe ich so das Gefühl. Warum läufst du da nach oben? Bleib da herunten. Gut gemacht. Probe eingesammelt. Dankeschön. Apothekarius Gordian analysiert die Daten, um das Heilmittel vorzubereiten. Wir haben die Probe. Unsere Arbeit ist getan. Auf zum Abzugspunkt, der auf der Karte markiert ist. Bombardement von einem Rezeptor. Zerstört ihn. Schon dabei. Na, hallo, wer kommt denn da? Da ist noch ein Rezeptor, aber da sind wir außer Reichweite. Und da kommen noch welche runtergehüpft. Und da sind unsere lieben Freunde, die Sporen. Juhu. Dankeschön. Ich laufe jetzt deshalb noch da nach hinten hin, weil ich den Schrein haben will. Einfach weil der ja auch nochmal die Tyrannidenseuche verringert. Und das ist gerade auf Typhon, wie man gesehen hat, eigentlich bitter nötig, da die hier fast vollständig abgeschlossen ist. Was? Warum bist du da hinten? Was soll der Blödsinn schon wieder? Habe ich ins Mikrofon gepustet, Entschuldigung. Aber manchmal ist. Ja. Kommandant, die Toxinanalyse ist abgeschlossen. Das ist schön. Wiederbelebung wird gestartet. Freut mich. So, komm. Du kannst schon mal vorlaufen. Haben wir das? Noch gar keine Feldgeneratoren? Was war das denn jetzt? Grafikfehler? Sporen. Weg mit denen. Lasse ich ganz
einfach mal, wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber sie wollten halt sterben. Ist auch okay. So. Okay. Dann jetzt die Brutnester erledigen. Vernichten Sie auch den Rest dieser Nester, Kommandant. Bin dabei. Hetz mich nicht. Ziel eingenommen. So, Nummer 3. Zerstört. Nummer 4. War das gerade ein One-Hit mit dem Raketenwerfer? Jupp, war's. Okay, auch gut. Sporen. Die Sporen weg. Weg mit denen. So. Nummer 5, Nummer 6. Nur noch ein Nest übrig. Abitus. Zerstören. So. Stück für Stück dünnen wir den Schwanz. Endlich haben wir ihre Brutkammern zerstört. Was ist endlich? Das waren jetzt keine 2 Minuten. Na? Abitus wird angegriffen. Oh. Schwarmtyrant. Feuer konzentrieren. Hallo. Gleich greift er an. Wuppapapa. Kannst du den blenden? Stirb, Xeno, stirb. Kannst du, sehr gut. Weiterkämpfen. Gut, der wird jetzt nicht so wirklich viel aushalten. Na. Ah ja. Ist tot. Ist dahin. Gut gemacht. Dieser Schwarm wird ohne seinen Tyranten eingehen. Und Captain Thule ist wieder bei uns. Sind Sie das, Gabriel? Ich bin's, Captain. Thaddäus. Erkennen Sie mich nicht? Die Geheimnisse von Kronos werden nicht über meine Lippen kommen. Captain Thule muss sich jetzt ausruhen. Seine Wiederbelebung war ein langer und schwieriger Vorgang. Heiliger Zorn und Eifer werden mit dem Sieg belohnt. Boah. Da haben wir jetzt auch unseren letzten... Unser letztes Crewmitglied. Eins ist abgeschlossen. In den Schwarm. Wir kriegen den Zyklon-Raketenwerfer. Ich weiß, dass es auf Englisch anders ausgesprochen wird, aber ich weiß gerade nicht wie. Darum sage ich Zyklon. Jawohl, perfekte Runde. Nice. Gut, wir haben 4 Level-Ups, ein bisschen Zeug und einen neuen Begleiter. Verabreichung des Gegengifts. Aktivierende Armaturen. Captain Thule. Können Sie uns hören?
Joa. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Captain Thules Rückkehr könnte der entscheidende Unterschied bei der Rettung des Sektors sein. Es tut gut, einen so engen Freund und so starken Krieger von den Toten auferstehen zu sehen. Selbst wenn er nun in einen Cybot eingeschlossen ist. Noch wichtiger ist aber, dass die Biotoxinprobe, die Sie besorgt haben, es uns ermöglicht, eine Waffe zu entwickeln, mit der wir der Schwarmflotte den Todesstoß versetzen können. Da die Engelsschmiede nun gesichert ist und die Biotoxinprobe vom Typhon-Schwarm nun in unseren Händen ist, sieht der Schlachtverlauf gut aus. Das bedeutet jedoch alles nichts, wenn wir keine Schwachstelle in der Schwarmflotte selbst finden. Sie müssen die astronomischen Daten von der Station des Tech-Priesters auf dem Planeten Typhon besorgen. Der Orden, der Sektor und das Imperium selbst zählen auf Sie, Kommandant. Okay. Schauen wir mal die Level-Ups. Ja. Okay. Dann Cyrus hat das schon voll, das heißt, er kriegt jetzt noch das hier. Tarkus. Was hat er denn da? Solange die kann nicht aus dem Gefecht gesetzt werden. Aber ich glaube, es müsste hier beides ausgehen, also. Schadet ein bisschen Schaden nicht. Also Schaden schadet nie. Darum auch Schaden. Ja. Okay. Genug gedöt. Wir verpassen ihn mal ehrwürdig. Davian Thule, also der Cybot, ist einer von den Charakteren, die alles sein können. Also man kann ihn zu einem Tank machen, man kann ihn zum Fernkämpfer machen, man kann ihn zum Nahkampfschadenmacher machen. Vollkommen egal. Er kann ganz einfach alles. Kommt halt, also darum hat er auch hier ein komplett ausgeglichenes System bisher. Wobei ich es besser gefunden hätte, ehrlich gesagt, wenn er gar nichts gehabt hätte und man ihm selber alles aufteilen könnte. Aber gut. Ja. Ich habe jetzt hier mal 2 Punkte reingegeben. Noch in die... Oder waren es 2? Ja, 2. In die Energie. Für das Ehrwürdig. Denn das macht, dass jedes Mal, wenn er einen Gegner tötet, werden alle anderen Truppenmitglieder in der Umgebung inspiriert quasi. Und machen dann für kurze Zeit mehr Schaden. Und sind schneller. Glaube ich, stand auch dabei. Genau. Sind schneller und versuchen erhöhten Schaden. Und das ist halt dann schon ziemlich cool, gerade wenn er irgendwie so gerade gegen einen Trupp von lauter diesen Hormaganten kämpft und dann halt da einen zerschnetzelt und dann machen die anderen mehr Schaden, werden die anderen noch viel schneller zerschnetzelt. Also das ist schon ganz gut. So, ich werde ihn aber, weil das schon eigentlich auch ganz gut ist. Moment, er kriegt 17 Punkte. Ja. 14 Punkte. Oder? So 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mal 2. Ja, sind 14 Punkte. Das heißt, alles kannst du vergessen. Wenn ich das mache, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, das geht sich sogar aus. Sehr gut. Okay. Ja gut, dann kriegt er mal das. Und das. Das heißt, jetzt kriegt er noch 12 Punkte. Nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehr gut. Geht sich perfekt aus. Jetzt kriegt er noch eine neue Rüstung. Nein, das kriegt er nicht, weil das ist nicht für ihn. Das kann weg. Das kann auch weg. Und die kann er noch nicht benutzen. Thaddeus. Das war nicht für dich, oder? Nee. Nahkampffähigkeiten, Widerstand. Ne, du hast gesagt, gebe ich das da, genau. Das ist das. Aber das ist eigentlich auch nice. 66 Gesundheit. Ja, nein, kriegt er das. Weg damit.
Moment, Level Up. So. Jo. Cyrus, das geht noch nicht. Gebe ich dir das? Nein. Weg damit. Du nicht nutzbar mit. Ah, okay. Gut. Dann hat sich das auch erledigt. Fernkampfschaden und Energie. Das wäre eigentlich für ihn gut. Ja. Nimm du das, dann kriegst du das. Dann kann das weg. Und das kann auch weg. Nö. Warum kann ich den nicht verkaufen? Ich will den nicht. Du, ja, kannst du. Okay. Ist der überhaupt besser? 7 Geschwindigkeit, Gesundheitsregeneration. Ja, doch. Ja, damit. Und weg mit dem. Gut. Die Riten der Reparatur. Hätte ich schon gerne mit. Aber ich habe gesagt, naja, nein. Ich habe nur gesagt, die gebe ich das, weil es sonst keiner gehabt hat. Oder gekriegt hätte. Gesundheit, Geschwindigkeit und Widerstand gegen Zurückstoßen. Das kann ich eigentlich dir geben. Warum gebe ich das nicht dir? Nein, nicht statt dem. Statt dem? Dann habe ich ihn halt als kompletten Heiler. Sehr gut, wenn der Heiler am meisten aushält. Gesundheit, Energie, Rüstungswertung. Ja. Nee, nicht du. Entschuldigung. Du. So, und... behalte ich noch. Das war klar, dass ich das nicht verkaufen kann. Das... ja, da brauchst du noch eine Stufe. Und da schaue ich noch, wann ich die nächsten Rüstungen kriege. So, aber jetzt. Wen haue ich raus? Dich am ehesten. Was haben wir hier? Oh, okay. Gießerei verteidigen. Und wir haben alle Gießereien schon kontrolliert. Also, ja, wir kontrollieren alle Gießereien. Und nur noch 2 Schreine und 3 Kommunikationsfelder fehlen noch. Aber jetzt erstmal wieder, mal wieder zurück nach Meridian und die Gießerei verteidigen. Warte, was hast du? Hast du irgendwas, was ich... Nein, hast du überhaupt nicht. Gut.